Thorsten Wessing, diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg. Wurde jetzt zum dritten Mal in Wennefurt eine Fliegerbombe gefunden. Ist davon auszugehen, dass es noch mehr geben wird? Ja, das ist in der Tat das dritte Mal innerhalb kürzester Zeit, dass ein Kampfmittelfund auf dem ehemaligen Kunika Betriebsgelände gefunden worden ist. Und es ist auch davon auszugehen, dass im Rahmen dieser Abbrucharbeiten und Sondierungsarbeiten noch weitere Kampfmittel dort gefunden werden. In den Social Medien gibt es jetzt schon die Nachrichten, dass es einen Warnradius gibt. Ja, in Absprache mit dem Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes der Feuerwehr Hamburg und den Einsatzkräften vor Ort ist ein Sperrradius von 300 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet worden und ein Warnbereich von 1000 Metern rundherum um die Fundstelle. Im Warnbereich gilt luftschutzmäßiges Verhalten für den Zeitraum der Entschärfung. Die Personen aus dem Sperrbereich, das sind ca. 180 Personen, die größtenteils Mitarbeiter und nur wenige Bewohner sind, die werden evakuiert. Diese Maßnahmen laufen jetzt gerade. Ferner werden für den Zeitraum der Entschärfung der Luftraum bis in eine Höhe von 1000 Metern gesperrt und der öffentliche Personennahverkehr ist in diesem Bereich ebenfalls eingeschränkt, sodass die Hamburger Hochbahn über soziale Medien bekannt gibt, welche Strecken ausfallen und welche Alternativstrecken möglicherweise angeboten werden. Die Energieversorgungsleitungen sind nicht betroffen und im weiteren Verlauf ist dann eine Entschärfung für ca. 15.30 Uhr geplant, wobei noch nicht ganz geklärt ist, ob das auch gehalten werden kann. Das ist immer vorbehaltlich der Evakuierungsmaßnahmen, die noch laufen. Es ist eine Notunterkunft in der Schule Drahtelstraße eingerichtet worden und Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht mobil sind, können einen Bus-Shuttle-Service aus der Feringstraße 119 in Anspruch nehmen, um dorthin zu kommen. Ferner bitten wir alle Bewohner aus dem Bereich der Warnzone, wie gesagt, für den Zeitraum der Entschärfung ein luftschutzmäßiges Verhalten einzunehmen, Türen und Fenster geschlossen zu halten, sich auf der bombenabgewandten Seite aufzuhalten und den Anweisungen der Sicherheits- und Einsatzkräfte zu folgen. Das Krankenhaus Großsand, ist das auch betroffen? Das Krankenhaus Großsand liegt in der Warnzone und ist für den Zeitraum der Entschärfung für Rettungs- und Einsatzkräfte nicht anfahrbereit. Hier laufen die Informationen schon und die abstimmenden Maßnahmen.